Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Sonntag zu einer, ja, zu der zweiten Ausgabe. Und ja, wir hatten mir das Feld gelümmt, sind wir jetzt mal fertig. So, mal überlegen, was wir mit dem Düngerstreuer hier machen. Wir wollen auf jeden Fall einen Flug, einen 12 Meter Flug hätte ich gerne. Ja, und auch wirklich ein 12 Meter Flug und nicht ein 30 Meter Flug. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, heute läuft die 150. Folge von der Kornwelt. Da gibt es also heute einen Livestream, der um 10 Uhr gestartet ist und der geht auch noch bis heute Abend, ich schätze mal 22 Uhr. Und dort gibt es eine Kleinigkeit zu gewinnen. Wer also Lust, Zeit hat, vor allen Dingen Zeit, die müsst ihr dort mitbringen. Denn ja, das Gewinnspiel geht über den ganzen Tag. Muss also über den ganzen Tag doch das ein oder andere halt herausfinden oder sich notieren, um dann halt ja was zu gewinnen. Gibt auch nur einen Gewinn. Ich wollte erst zwei Sachen machen, aber ich habe da jetzt eine Sache daraus gemacht. Und ja. Wo ich auch nicht war, fällt mir gerade auf, ist die Mehlfabrik. Also hier seht ihr die Photovoltaike Halle, die uns da klar sehr, sehr viel Geld einbringt. Das müssen wir einfach mal so sagen. Die bringen uns richtig, richtig Geld ein. So, jetzt wollen wir erstmal hier gucken. Wo war denn das? Die Raffinerie? McDonald's? Mehl, da haben wir sogar. Oh Gott, hier muss dringend Getreide hin. Wir haben 10 Paletten Mehl, aber kein Getreide mehr. Wir können auch Roggen hinbringen. Das ist doch gut. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, wo will der denn hier schon wieder hin? Ich verstehe das nicht. Der Kurs ist doch da. Warum will der jetzt da hoch? So, schießen wir mal ein bisschen hier rüber. Mein Gott, ich verstehe das nicht, ne? Arme Getriebe hier, ey. So, jetzt steht der hier, der steht hier, alles steht hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, alles steht hier. So, der Kollege ist auch fertig, den können wir löschen, dann stellen wir den hier auf um. Oh, Bahamut. Jetzt erstmal der Rupp. Oh, wo ist denn hier? Ein bisschen müde jetzt.
war ein schlechter Tag heute. Für mich. Also mein Tag. Was kann ich denn schon morgen aufgestanden? Um 10 oder so? Nee, 10:30 bin ich aufgestanden. Von 11 Uhr noch kurzes Gespräch gehabt. Haben wir was geklärt. Am Montag. Der Termin war gemeinsam mit dem Ostseefarmer. So, aktuellen Feldkurs berechnen und Feld 1 Liste überschreiben. Gut, so, Kurs generieren. Feld 1. Wähle Position. Da würde ich mal diese auswählen. Ansonsten, achso, hier. 28. Und Kurs generieren. Alles klar. F01. Am ersten Weg und einsteigen. Jetzt, genau, zu dem wollte ich eben wieder zurückgehen. Nehmen wir hier den Anhänger. Beladestelle. Am Hofsilo und Abladepunkt ist die Mehlfabrik. Dann haben wir sie hier. Mehlfabrik. Und er soll dorthin bringen Roggen. Ernsthaft jetzt. Was ist der denn hier? Achso, das ist der von Feld 13. Ah, jetzt läuft. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum fährt der jetzt? Ach ne, der fährt. Ja, dann ist klar. Ah, der kommt gerade wieder zurück. Okay. Das ist der. Der ist gerade hier am Laden. Sehr schön. Ist der andere auch wieder losgefahren? Hm. Ja, jetzt ist denn. Und was hat der jetzt hier auf einmal für ein Problem? Hat er noch nie gehabt. Hat er noch nie gehabt, das Problem. Was ist das denn jetzt? Oh, merkwürdig. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig.
Also wie das läuft, da muss ich sagen, das läuft hier. Er sammelt hier schön Stroh ein. Okay, mittlerweile auch. Weil das ist auch schon mal gesund und gut. Warum ist da oben nur einer unterwegs? Ich verstehe das nicht. Also sehr viel ist das hier nicht mehr, was die hier noch abzuernten haben, wenn wir feststellen. Und das ist nicht mehr viel. Also die werden schneller fertig sein, als der hier auf Feld 912. Dann haben wir gleich noch genügend im Einsatz. Was ist hier jetzt los? Achso, jetzt steht er wieder, weil... Aha, da muss eine Abdenke. Jetzt geht's hier nicht weiter, gut, das ist nicht tragisch. Moment, Moment, das lösen wir sofort das Problem hier. Fährt hier irgendwie einen ganz komischen Kurs. Ich weiß nicht, was das ist. Er sieht ein bisschen komisch aus. Sieht ein wenig komisch aus. So, der fährt jetzt hier fährt ab. Okay. Ich dachte, der will mit den jetzt sehen. Ganz rechts. Jetzt würde ich zwei Dinge gerne holen. So, das ist einmal den hier, ich gerade noch mal gucken möchte. Warum habe ich jetzt hier eigentlich drei Stück drin? Das verstehe ich nicht. Das ist der. Okay. Ach! Ich weiß ja, was das ist. Ich weiß, was das ist. Und das ist der normale. Mit dem alten Logo noch. Ja. Das ist einmal das Tuning Pack und das andere ist, alles gut. Hatte ihn vorher anders genannt. Jetzt weiß ich warum. Achso, Moment, Shop. Wir gehen jetzt hier in den Shop und ich wollte was anderes. So. Da haben wir. Moment, das da, den wollte ich machen. Aber der kostet auch mehr.
kauft einen hiervon, Breitreifen. GPS, ja. Und den 5000er. Auch die 500 GPS, ja. Dann brauchen wir einmal noch einen Ladewagen. Das sind nur 43.000 Liter rein. Ja, Moment, ein Zickbär. Ich brauche den großen hier nochmal. So. Einmal hier, einmal hier. Hier. So, das ist falsch. Was ist das rein? So. Bereitreifen, Kapazität, stopp, stopp, fertig. Und wenn es geht, auch noch ein Gewicht, habe ich nicht vergessen jetzt gerade. Das Gewicht, das weiß ich. Ach, ich so ein Ladeflächengewicht, okay. Das war mal nicht schlecht. Aha, okay. So, ich wollte jetzt das und ja, das. Zurück. So, und dann gehen wir einmal hier hin. Gehen hier mal auf Großtraktoren. Und nehmen wir einmal den Challenger. GPS, ja. So, Motorausführung. Kickstarted. Nämlich 600 PS. So, Radgewichte. Zwillingsbereifung. Drillingsbereifung. Sollte erstmal reichen. Kaufen, ja. Und dann noch einen 12 Meter Fischkart. Jetzt Flüge. Ich bin sicher schon wieder vorbei da. Ich bin nicht Flüge. Also mal gucken, das ist der 12, das ist der 14. Und wir haben gesagt, wir nehmen den Horsch 12er Version. Dafür brauchen wir mindestens 500 PS und ja. Jetzt nehmen wir mal hier eine Farbe. Sieht ein bisschen komisch aus, der weiß, oder? Das ist ein weißer Flugstich, ist eigentlich nicht wirklich so drauf. Ah, hier auch irgendwo Challenger. Da haben wir noch Challenger. Da. Haben wir mal gekauft. Dann schauen wir mal gespannt. Jetzt haben wir ein bisschen Geld ausgegeben, würde ich sagen. Da war schon wieder pleite. Ja, unglaublich. So. Ah, stimmt. So. Au, Karten passen. Das ist schon mal schick. Und das jetzt mal alles gut geht, dann will ich ja mal mit. Weil noch mehr Fahrzeuge, noch mehr Helfer. Oh. Schieben wir mal den Hänger ein wenig nach vorne. So. Schon mal der Stützfuß schon mal rum. So, ja, das jetzt.
Okay. Was Neues. So, gleich mal hier studieren. So, Feldarbeit. Nee. Ich meine, ich hätte eben einen auf links eingestellt, aber keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Naja, schicke ich jetzt den dahin und dann gucken wir mal. Wenn da zwei fahren, ist das auch nicht schlimm. So, das ist also unser neuer Challenger. Mal was Neues. Ich habe ihn schon auf der Kornbelt jetzt schon im Einsatz gehabt und da leistet er wirklich hervorragende Arbeit. Allerdings mit Zwillingsbereifung, da hat er aber auch ein anderes Gerät da hinten dran. Da ist die Arbeitsbreite doppelt so breit wie der Teil. Und ja, arbeitet er gut. Mal gucken, ob er dann hier das gleiche verspricht, was er unterhält, was er mir jetzt eigentlich versprochen hat. Ja, er hat mir versprochen, eine gute Arbeit zu leisten. Guck mal. Schnurrt wie ein Kätzchen, der Motor hier. Und das mit 600 PS. Unglaublich. 643 PS, glaube ich, hat der. Er hat schon richtig Power, der Teil. Also der müsste hier den Flug spielend über diesen oder durch diesen Boden hier ziehen. Ach Quatsch, wer ist denn hier? So, er muss jetzt hier noch auf. So. Wenn wir eben schnell gucken. Feldarbeit. So, fliegen. Das müssen wir mal hier rausnehmen. So, jetzt gehen wir hier hin. Kurs generieren. So. Zwei und Uhrzeigersinn. Feldmannschaft. Also, wie gesagt, von der neuen Cursplay-Version bin ich da begeistert, weil die Berechnung, das geht jetzt wesentlich schneller. Speicher, mein Gott, Schatzmoment, ey. Der F02. Fliegen 12 Meter. Und. Mal direkt dahin tun, wo ihr hingehört, den Kurs. Hier mal ein bisschen Ordnung bekommen. Nicht so chaotisch sein wie in meinem Cockpit. So, Abfahrer einstellen. Aha, er steht schon wieder zum Abladen. Das ist ja mal sehr schön. Dann wollen wir das auch mal tun hier. So, Abfahrer einlassen. Das funktioniert schon mal nicht.
Ja, schade, finde ich. Aber da finde ich auch noch eine Lösung für. Nur, wie gesagt, im Moment ja nicht. Im Moment will ich einfach, dass es hier einfach noch vorangeht und dann ist gut. So geht das jetzt und alles ist gut. Das sieht ja auch schon mal gut aus. Hä? Warum lädt ihr jetzt hier keine Roggen? Kann ich hier abholen? Ja. Saatgut, Mischration, Butter, Wechselgut, Hackschnitzel, Silage, Gras, Heu, Stroh, Dünger, Mist, Schweinefutter, Kalk. Oh Gott, wir haben Kalk ohne Ende. Aber Tabak ist nicht viel, 269.000. Was haben wir noch von 1,3 Millionen Liter? Ah, warum? Wo ist denn das Problem dann? Da kommen noch mehr. Da haben wir jetzt mal wirklich ausgesorgt für längere Zeit. Das ist ganz schön ertragreich, da muss man mal sagen. Wir fahren einmal zurück, einmal wieder vor. Dann wollen wir hier mal ein bisschen zugucken, wie der jetzt hier überlädt. Damit wir ihn danach wieder an den Start schicken können. Ja, ich würde mal sagen, das sieht schon ganz gut aus. Der ist ja schon am Fliegen, sehr schön. Wir sind auch bald fertig. Der ist hier am Düngen, da ist gedüngt. Da muss er nicht. Direkt überrascht drauf. Okay. Sehr schön. So, wie sieht das jetzt hier oben aus? Da ist einer angekommen, ja. Aber er fährt nicht, oder was? Der neue Kollege. Achso, nur noch 2 Meter links drin. Ach, das ist doch ja hervorragende Arbeit, oder? Guck mal. Mit 24 geht der hier über das Feld. Ohne Probleme. Und wenn ich die zu hoch. Oh ne, das wollte ich euch nicht gerade hochgehen, aber nicht. Ah, seht ihr, der geht auch noch besser. Gerade Hopfen gebracht, der bringt jetzt Roggen. Der ist also hier fertig. Das ist ja schon mal schick.
Er fährt jetzt so eine Runde, ne, damit er hier weitermachen kann. Oho. Oho. Das sieht hier irgendwie aus, als wäre er gleich fertig. Dann war ich jetzt mit dem Kollegen hier los. Wo soll der denn hier fahren? Eins rechts. Warum fährst du nicht? Das verstehe ich nicht recht. So, gucken wir euch gleich nochmal hier. Einen Traktor nehme und mal hier gucke. Das sieht ganz gut aus. Hä? Was ist das denn jetzt? Ah. Jetzt weiß ich warum. Guten Morgen. Ist. Also so wie das aussieht, ist da aber schon mal einer gefahren. Daher ja, wundert mich das ein wenig, aber egal. Da seht ihr, der brettert über das Ding hier, das hat gar nichts. Das war geil, das war. Irgendwie funktioniert aber hier einfach nicht. Wirklich? Ach, der ist ja auch gut am Arbeiten, sehr schön. Der ist jetzt hier, sehr schön. Jetzt auch noch zum Ende. Ja, und apropos Ende, da ist die Folge schon wieder zu Ende und schon seit wieder überzogen. Ich verstehe das nicht, warum ich die Glocke nicht mehr höre. Das ist mir unbegreiflich, warum ich die nicht mehr höre. Das kann ich echt nicht verstehen. Also komisch, komisch, komisch. Gut, das soll es aber jetzt für diese Folge am heutigen Sonntag gewesen sein. Ich sage danke für alle, die reingeschaltet haben, die hier wieder von Anfang bis Ende geguckt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, damit könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Ja, kostet ein bisschen eure Zeit, aber was ist das schon am Tag? Anderthalb Stunden hier Sonntag für mich. Dafür werdet ihr bestens unterhalten. Ihr kriegt hier Erntebilder geboten vom Feinsten. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao!